danke. So, 96 kHz.de, jetzt bei Ultrazone mit dem Andreas von Ultrazone. Ultrazone machen ausschließlich Kopfhörer, das ist richtig, oder? Genau. Und ihr seid angesiedelt vom gehobenen HiFi-Bereich bis hin zum Pro- und High-End-Bereich auch. Ganz genau. So, und ihr habt hier auch auf der Messe einen richtig großen Stand, also mit sehr vielen Produkten. Ja, wir haben im Prinzip hier alles geboten, was wir so im Angebot haben, wie schon erwähnt. Wir sind spezialisiert auf Kopfhörer, bieten eben nur Kopfhörer an in verschiedenen Produktbereichen, eben im HiFi-Bereich, dann auch im Pro-Bereich, auch für den DJ-Bereich haben wir zwei Modelle. Im Prinzip ja, Einstiegsklasse, dann haben wir so in jeder Serie haben wir so ein bisschen die Segmentierung, was ein bisschen mehr für Bassisten, also basslastige Sachen ausgelegt, dann lineare Geräte mit einem sehr flachen Frequenzgang eben und dann eben nach oben einfach immer noch was draufgesetzt qualitativ, um einen noch breiteren Frequenzbereich zu erhalten. Ja, qualitativ ist ja nach oben nahezu keine Grenzen gesetzt, wie wir dann absolut, auch noch beim, ja, beim High-End-Bereich wirklich sehen werden. Das heißt, ihr habt also für alle Produktklassen, für verschiedene Anwendungen den passenden Kopfhörer. Genau. Und das auch noch in verschiedenen Preisklassen dann. Genau, das sind verschiedene Preisklassen. Es geht los bei 79 Euro für den mobilen HiFi-Bereich, so für unterwegs, Kopfhörer so zum unterwegs tragen, bis rauf wirklich High-End-Bereich bis 1300 Euro. Okay. Nicht schlecht. Das sind alles jetzt geschlossene Kopfhörer oder macht ihr sowohl als auch geschlossene und offene Kopfhörer? Wir machen sowohl geschlossene als auch offene Kopfhörer, wobei unser Hauptaugenmerk eigentlich auf den geschlossenen Kopfhörern liegt, weil es auch im Profibereich eben sehr viele geschlossene Kopfhörer angefragt werden. Und ja, wir auch gerade was die geschlossenen Kopfhörer anbelangt, eigentlich sehr gut darin sind. Und ja, damit kann ich eigentlich gleich auf unsere Technologie überleiten. Mhm. Weil wir in all unseren Kopfhörern unsere sogenannte S-Logic-Technologie integriert haben. Das ist eine patentierte Technologie. Diese Technologie sagt aus, dass wir, was ich hier ganz gut zeigen kann, den Schallwandler nicht mittig im Gehäuse anordnen, sondern dezentral vorne unten. Mhm. Das heißt, die komplette Ohrmuschel wird in den Hörvorgang mit einbezogen. Und wir hatten einen viel räumlicheren Höreindruck. Das Außenohr ist dafür da, um räumliche Wahrnehmungen, eben dass die ans Ohr, ans Innenohr gelangen. Und durch diese Anordnung erreichen wir das eben auch mit dem Kopfhörer hören. Das heißt, wir haben nicht mehr diese typische oben im Kopf-Lokalisation, sondern das Klangbild findet vor außerhalb des Kopfes statt. Verstehe. Was man hier auch sehr schön auch sehen kann gleich, ist diese Mumetal-Abschirmung. Das ist eine spezielle Legierung. Die wird hier eingesetzt, um die elektromagnetische Strahlung des Kopfhörers vom Kopf abzuschirmen. Gleichzeitig eben auch, wenn wir beim Bereich Gesundheit sind, durch diese patentierte S-Logic-Technologie kann man bei gleichem Lautstärkeempfinden den Pegel um ca. 3 dB runterdrehen. Dadurch wird die Gehörbelastung eben auch geringer. Mhm. Diese S-Logic-Technologie ist eben in all unseren Produkten integriert und diese Mumetal-Abschirmung auch nahezu nur im absoluten Einstiegsbereich haben wir das nicht drin, aber dann auch wirklich im Profibereich und im High-End-Bereich ist auch diese Abschirmung diese integriert. Abschirmung ist Stichwort Elektrosmog. Genau, richtig? Ganz genau. Aha, okay. Ganz genau. Gut, ja, dann zeig uns doch mal, das sind jetzt die HiFi-Kopfhörer. Welcher ist denn der jetzt für 79 Euro zum Beispiel, für absolute Einsteiger? Für 79 Euro haben wir hier den HiFi 15G als Einstiegsmodell, ein kleiner, ganz leichter, offener Kopfhörer. Dann geht es weiter auch schon mit dem ersten geschlossenen Modell, dem HiFi 450, der bei 100 Euro liegt. Dann ja, rauf 580, auch geschlossen, 680, 780, eben auch in dem Bereich ein bisschen die bassbetonteren Geschichten, was sehr linear ist. Und der 780er ist eigentlich so das geschlossene Topmodell der HiFi-Serie, also für den HiFi-Bereich. Wirklich mit knackigen Bässen, aber auch wirklich sauberen, präzisen Höhen. Und auch ein offenes Modell haben wir, also ein großes offenes Modell haben wir hier in der HiFi-Serie noch. Das ist dieser HiFi 2400. Mhm. Einfach um daheim wirklich schön auch Musik zu hören, Klassik zu genießen. Sehr komfortabel, einfach für den Musikgenuss zu Hause. So, jetzt habt ihr den Pro-Bereich. Was ist denn jetzt der Unterschied vom HiFi zum Pro-Bereich von eurer Definition? Zum einen natürlich
In der Klangqualität setzen wir da noch natürlich noch eins drauf. Mhm. Dann haben wir hier die größere Ohrkapselgeometrie, wie man hier an diesem Pro 900 auch sehen kann. Dadurch steigt natürlich der Tragekomfort. Diese außermittige Platzierung des Schallwandlers kann noch extremer ausgeführt werden, dadurch noch räumlicherer Klang. Und ja, dann haben wir hier bei den Pro-Modellen eben noch spezielle Features einfach für den Profi-Anwender ausgelegt. Das heißt, habe ich sie? Die Pro-Modelle kommen alle schon in dieser Transportkiste, serienmäßig mit dabei. Mhm. Ah ja. Genau, hier liegt der Kopfhörer drin, hier eine Demo-CD mit dabei. Wir haben standardmäßig hier ein zweites Paar Ohrpolster mit dabei. Das ist doch mal Service. Sehr schön. Und haben hier zwei verschiedene Kabel. Standardmäßig immer zwei Kabel mit dabei, ein Adapter. Das heißt, die ganze Pro-Serie hat austauschbare Kabel? Ganz genau, kann ich hier kurz zeigen. Wir haben das hier wirklich. Also eine Mini-Klinke geht das genau in den Kopfhörer rein. Ja, genau. Das ist doch mal massive, robuste Mini-Klinke. Ja. Hier anstecken, verschrauben. Das Ding ist wirklich robust. Super. Genau. Wie man vorhin vielleicht auch schon gesehen hat, die Ohrpolster sind sehr einfach wechselbar. Aber hallo. Und das alles hat man eben dann wirklich hier in dieser Box schon mit dabei. So, wir sind jetzt hier in der High-End-Serie von Ultrasound. Und ja, das klingt natürlich schon hervorragend, muss man sagen. Das ist jetzt hier ein neues Produkt von euch, ne? Fast richtig. Das ist der Pro 900. Das neue Produkt haben wir hier direkt daneben. Aufbauen auf dem Pro 900. Aha. Die Besonderheit an diesem Produkt ist der Pro 900 Balanced. Das heißt, wir haben einen symmetrischen Aufbau mit symmetrischem Eingang. Braucht man den speziellen symmetrischen Verstärker dazu. Gibt es noch nicht so wahnsinnig viele. Wir haben hier getrennte Massenzuführung, was das Ganze einfach nochmal klarer und nochmal weiter macht. Mhm. Also setzt einfach vom Klang her nochmal eine Nummer drauf. Ist ganz neu und genau. Für den gehobenen Anspruch nochmal eins draufgesetzt. Genau, für den gehobenen Anspruch nochmal eins draufgesetzt. Was kostet denn so ein System mit den symmetrischen Ausgängen? Hier liegen wir bei ca. 600 Euro. Inklusive dem Gerät? Nein, das Verstärker ist separat. Mhm. Genau. Ja, sehr schön. Ja, dann kommen wir wirklich zum i-Tüpfelchen. Kommen wir hier zu unseren High-End-Modellen. Die Edition 8 in zwei verschiedenen Ausführungen. Hier haben wir die Edition 8 in der Version Ruthenium. Hier haben wir neben wirklich dem Besten, was klanglich möglich ist, mit einem neu entwickelten Schallwandler mit titanbeschichteter Membran, die für höchste Klangqualität sorgt, haben wir hier auch sonst in allen Bauteilen auf höchste Qualität Wert gelegt. Das heißt, die Gehäuse sind hier Ruthenium beschichtet, genauso wie die andere Variante dann in Palladium beschichtet, also sehr edle Metalle haben wir hier für die Kapselbeschichtung verwendet. Dann haben wir hier eine Edelstahlspange eingelegt. Das ist hier vielleicht auch schön zum Vergleich dazu. Ah, ja. Hier die Palladium-Variante, hier mit einer Keramikspange. Wirklich edelste Materialien. Dann ganz besonderes Leder. Das ist Leder vom äthiopischen Haarschaf. Das ist wirklich sehr, sehr fein, sehr weich. Sorgt für höchsten Tragekomfort. Und dieses Leder hat die besondere Eigenschaft, auch durch Schweiß nicht hart zu werden. Aha. Also wirklich lange Haltbarkeit und wirklich in allen Bereichen edelste Materialien passend zum ganz hervorragenden High-End-Klang. Also es wird auch nicht nach einigen Jahren porös und blättert ab, wie man es bei anderen Kopfhörern kennt. Ganz genau. Ah, ja. Ganz genau. Ja, ist ja nicht nur was für die Ohren, auch was für die Augen, muss man sagen. Das sieht schon sehr edel aus. Auf jeden Fall. Ja, das sind ja sehr teure Produkte. Wie ist das denn mit eurer Garantie? Ja, wir haben jetzt gerade ganz aktuell ab dem März diesen Jahres eben beschlossen, unsere Garantie zu erweitern. Und unsere Garantielaufzeit beträgt mittlerweile nicht mehr nur 3 Jahre, sondern wir haben die auf 5 Jahre erweitert, was eben auch unser Vertrauen in unsere Produkte zeigt und die Qualität der Produkte einfach auch noch mehr verdeutlicht, weil wir sind uns wirklich sicher, 5 Jahre gar kein Problem.